Wunderschöne gute Morgen. Wir haben einiges vor heute. Wir gehen zuerst jetzt zum Botanischen Garten. Wir sind im Botanischen Garten angekommen. Schöner Park. Auch wieder mit Bahnverbotstafeln. Es hat mega herzige Schildkröten. Der Regen hat uns die Entscheidung abgenommen, dass wir weitergehen. Gestern waren wir in einem mega coolen Hipster-Village mit mega herzigen Boutiquen. Der Kilian hat jetzt heute einen Versuch gestartet und ein anderes Viertel noch rausgesucht, das anscheinend auch mega toll sein soll. Und auch ein bisschen ja, hipstermässig. Wir sind aber im Moment an einem eher hässlichen Ort gelandet und ich weiss nicht, wo der Kilian da etwas Schönes sehen soll. Er sagt uns, das ist so das vierte Coole. Okay, ich bin selber noch nicht so ganz begeistert. Aber wieso wir da überhaupt hingefahren sind, sind doch 3-4 U-Bahn-Stationen. Es ist eben aus altem Singapur hier. Also alt, das heisst, es hat noch tiefe Häuser, noch keine Hochhäuser, wo die Wolken drin spiegeln, sondern noch ein bisschen bodenständiges Singapur. Das ist jetzt Tiong Bahru mit den weissen Häuschen. Und wenn wir dort in die Stadt führen schaut, sehen wir, dann können wir erst wieder hochreisen. Sentosa Island angekommen. Es ist alles ein bisschen Europa-Park, Erlebnispark-mässig hier. Wir fahren jetzt auf der Rolltreppe runter und gehen mal schauen, ob es so einen schönen Strand gibt. Wir sind gespannt, wie viele tausend Leute das hier am Strand rumtümmeln. Phuket kann den Strand natürlich nicht mitheben, aber wenn man bedenkt, dass hier hunderte von Containerschiffen draussen stehen, ist der Strand eigentlich noch ziemlich schön. Also auf den ersten Blick hat der Strand mega schön ausgesehen, verlassen, hat nicht so viele Leute da und von Singapur ist man mega schnell da. Aber wenn man genauer hinschaut und das Wasser sieht, zum ersten Mal seit langem sehen wir einen Haufen Algen. All die Schiffe hier hinten sind am Warten, bis sie in Singapur ihre Container können auf- oder abladen können.
bisschen länger. Das ist die erste feine Passionsfrucht. Ich muss langsam trinken, das ist fein toll. Ich habe es drüber gewendet. Ein Sturm zieht auf. Der junge Herr, der hier Blumen am Gießen ist, ist entweder sehr optimistisch mit dem Wetter, dass es hier nicht regnen kann, oder ist einfach nicht so ein aufmerksamer Mitarbeiter. Wie hier hinten braut sich definitiv ein Gewitter und damit Regen zusammen.